Hey ho! Auch dieses Video wurde sich von der lieben Sophie vom Kanal Mrs. Muffin Makeup gewünscht und zwar geht es heute um meine Blush-Sammlung. Und auch hierbei empfehle ich euch, holt euch einen Kaffee, macht es euch gemütlich oder holt euch, keine Ahnung, Popcorn? Guckt man Popcorn? Isst man Popcorn beim YouTube? Schauen, von mir aus auch das. Ich habe mich diesmal auch mit einem Kaffee bewaffnet und diese Tasse, Freunde. Ich war in so einem, wie hieß der, Elbenwald-Shop und ich habe die gesehen und die ist riesig. Da passt ordentlich was rein. Ich liebe sie. Gib mir die Faust. Nein. Erstmal ein Schlückchen. So. Also, wir fangen auch direkt an. Am Anfang wieder kurze Infos. Ich besitze 33 Single Blushes, 2 Creme Blushes, 7 Gesichtspaletten, wo sich insgesamt 13 Blushes drin befinden und 10 Blushes, die in Paletten sind. Komme ich auf eine Summe von 58 Blushes. Und auch die werde ich wieder swatchen, weil ich es kann. Okay, falls mich jemand fragt, was ich auf den Lippen habe, wurde bei dem, das ist, wurde beim letzten Video, vorletzten Video gefragt, wie auch immer, das ist von diesen neuen von Maybelline. Die haben jetzt auch so blau und sowas. Und das ist dieser Bold, die 893 Gone Grey. Den finde ich irgendwie cool. Ja, so viel dazu. Jetzt kommen wir zum Thema. Ich fange mit den Single Blushes an. Und wo? Wir fangen mit meinem neuesten an. Mein neuester ist dieses Schätzchen von Alverde. Der soll ja so sein wie eine aus einer LE oder so. Habe ich keine Ahnung. Das ist ein gebackenes Rouge in der 20 Orchid Pink. Wie geht's euch so? Könnte ein bisschen länger dauern heute. Ich fange mal weiter hinten an. Gerade ein bisschen mehr kommen wird. Das ist der. Ja. Dann machen wir mal hier den. Schminktuch. Aus der Essence Oktoberfest LE. Multicolor Blush in der 01 Fashion Smartle. Dieser. Das ist der obere. Ist ein minimalen Ticken heller, aber ich glaube, auf den Bänkchen wird man da keinen Unterschied sehen, glaube ich. Ja. Das ist die, ja. Ich habe hier auch ganz viele von diesen kleinen Tempos. Wir haben eben was gebastelt für meine Schülers. Da hat aber so ein ganzes Päckchen von diesen Mini-Tempos nicht reingepasst. Mussten immer 2 raus und jetzt habe ich hier so einen riesen Vorrat an Mini-Tempos. Aber für sowas ist das doch optimal. Dann noch eine LE. Hey! Aus der Essence Me and My Umbrella LE. Die 01 You Can Stand Under My Umbrella. Wer hat jetzt auch einen Ohrwurm? Ich auf jeden Fall. Das ist dieser. Der ist eher Peach. Peachy. Pinky Peach, wie auch immer. Auf jeden Fall was Helleres. Der hier. Und das hat mich so ein bisschen gewundert, weil das war ja eine Herbst-LE. Macht man da nicht eher so ein bisschen. Dann ein aus dem Standardsortiment von Manhattan. In. Seht ihr das? Genauso hätte ich den Aufkleber auch draufgeklebt. Genauso. Mitten drauf. Die 39 LN Elegant Violet. Ist auch noch der, wie Sophie so liebevoll sagt, der Tastaturreiniger noch drin. Violet? Ich würde Violet jetzt einfach mal stupide mit Violett übersetzen. Ich kenne mich mit Farben nicht so aus, aber das ist für mich kein Violett. Nein. Der obere. Kommt dem nahe, ist ein bisschen dunkler. Ja. Der. Dann. Da habe ich mal bei Beauty Bay reingeschaut und dann gab es von
Paul and Joe, die hatten verschiedene Sachen runtergesetzt. Und dann konnte man sich immer eine Verpackung aussuchen und dann da ein Produkt raus reinsuchen. Aussuchen, was man da reinstopft. Da habe ich mir diese Verpackung ausgesucht. Ist das nicht geil? Tom und Jerry, wenn man das hier aufmacht. Da nochmal ein Bild. Und dann ist das der Blush. Und ich bin ein bisschen vorbereitet, das ist die Nummer 04. Mehr steht da nicht drauf. Da steht bestimmt mehr drauf, aber ich kann kein Chinesisch. Aber 04. Ja. Das ist der hier oben. Sehr, sehr schön. Heute ist das Wetter bei uns nicht so toll wie die letzten Tage. Also es ist eichbewölkt hier und verdammt windig. Also bei uns sind schon sämtliche Türen heute geflogen. Aber naja. Ich mache ja auch ein YouTube-Video. Ist mir das Wetter erstmal wumm. Dann habe ich bei Schnäppchenschloss Mislim Blushes entdeckt. Und da habe ich mir gerade ein paar mehr bestellt. Und habe aber auch schon ein paar abgegeben. Und die drei sind jetzt noch bei mir geblieben. Das ist zum einen die Nummer 34 Pure Peach. Auch wieder mit. Ne? Ich lasse die da immer drin, weil. Was soll ich? Also. Nein. Machen wir eben hin. Das ist der. Und zum Vergleich, das war der von Paul and Joe, also ja, dieser. Dann die 30 Romantic Rose. Den mach ich mal hier hinter. Knusprige Rose würde ich das eher nennen. Das ist in meinen Augen beigebraun. Was meint ihr? Seht ihr da eine romantische Rose? Ich nicht. Naja, aber diese. Und die 05 English Rose. Da sehe ich schon eher wieder so was, was in so eine Rosenfarbe gehen könnte. Aber es gibt ja auch Rosen in verschiedenen Farben. Vielleicht gibt es ja auch beige Rosen. Ich kenne mich mit Blümchen nicht so aus. Das ist schon eher rosa. Guck mal, das ist braun. Das ist beige-braun. Für ganz helle Häutchen könnte man das vielleicht noch als Kontur benutzen, wenn man möchte. Oder als Bronzer. Ja. Der noch. Wer? Mach einmal alles sauber. Many hours later. So. Dann habe ich einen aus der Trailer-Up Ingenious LE, die 020. Das war der dunklere. Und der ist verdammt pudrig. Das fällt hier gleich bestimmt alles runter. Und der ist hier dunkel. Also da muss ich aufpassen. Weil ich bin jetzt nicht so. Ich bin ja born to be white. Da muss ich aufpassen. Aber trotzdem finde ich den schön. Dann noch eine LE. Das ist der Essence Life is a Festival. Die 01 Hippie Hooray. Oh, das habe ich nicht gezeigt. Kennt man. Das ist dieser. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Und ich meine wahrscheinlich von der Verpackung her, jetzt nicht vom Inhalt, von der Verpackung her, größtes Moped. Das größte Schiff in meiner Sammlung. Von Catrice aus der New Natured LE.
Die 10:01 Walk in the Woods. Auch jetzt habe ich wieder ein Lied im Kopf, aber es heißt Walk in the Park. Naja. Der ist super. Der ist so eine, keine Ahnung, den würde ich, wenn dann, dazwischen setzen. So. Ja. Cooles Teilchen, aber 9 Gramm sind da drin. Die kriege ich im Leben nicht leer. Vor allen Dingen, weil ich habe ja viele Lashes. Ich muss mal hier ein bisschen schieben. Dann kommen wir zu dem, den ich gerade trage. Auch eine von Misslin. Der Lingerie Blush. Das war auch mal, glaube ich, eine LE. Habe ich bei Karstadt entdeckt. Das ist der einzige Blush, von dem ich ein Backup habe. Weil, keine Ahnung, wenn ich morgens nicht weiß, was ich drauf machen soll, dann nehme ich den. Der geht irgendwie immer. Ja. Und da ich mir heute dachte, ich wollte mal diesen Lippenstift tragen und habe ja meine Augen auch so ein bisschen auffälliger, dann knallst du da nicht noch ein knalliges Blush drauf, sondern bleibst da mal ein bisschen dezenter. Jo, dann nochmal die LE. Und zwar aus der aktuellen P2 LE Kali Vibes. Und ich glaube, die kriegt ihr auch noch alle. Weil die sind ganz schön aufgefüllt irgendwie immer. Und ich dachte, das... Ja, da habe ich beide, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ja, einmal die 010 Roller Girl und die 020 Barbie Doll. Und die sind dezent. Archdezent. Also ich gehe hier on the shrimp. Mit die Fingers. Ja. Ich habe die auch schon mal als Lidschatten benutzt. Da sieht das ganz, ganz schnieke aus. Und Barbie Doll. Damit man was in der Kamera sieht. Also der hat schon mehr Bums und ja. Weil die haben beide so ein leichtes Schimmer. Leichtes Schimmer, oh Gott. Heute. Ja. Schluck Kaffee. Der ist übrigens nicht transferproof. Aber Hulk hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn über den Daumen nuckel. Machen wir mal wieder sauber. Ja. Dann kommen wir zu einer weiteren P2 LE. Bei einem Blush werden da wahrscheinlich ein paar schreien. Die Mystic Whisper LE. Und da ist kein Krümel Overspray mehr drüber. Da schon. Das ist einmal die 010 Delicate Rose. Und die 020 Sensual Move. Morph. Mit dem U oder mit dem A? Ja. Denn also die Farbe finde ich mega schön. Deswegen habe ich den ganz, ganz oft schon benutzt. Und deswegen, es geht so ein bisschen in die Richtung von dem, den ich jetzt trage. Das ist so ein No-Brainer, so ein bisschen. Also jetzt nichts Auffälliges. Ja. Was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass man sich mit dem nicht overblushen kann. Ich denke, das kriegt man schon hin, wenn man möchte. Aber es ist schon eher eine gedecktere Farbe. Und dann Sensual Mauve. Und da bleibt das Overspray drauf. Das ist so ein Krümel-Overspray, weil das ist schon... Oh. Aber ich war schon drin. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen... Wenn das Overspray weg ist, ist das ja so ein aschdunkles Beere. Dass das so ein Kandidätchen zum potenziellen Overblushen ist. Das ist so ein Balkenkandidat, wa? Voll schön. Voll schön.
Und ich habe das bei dem Overspray, also ich war bei dem Overspray so ein bisschen überfordert, gell? Denn ich dachte, dass bei beiden, sowohl bei dem anderen als auch bei dem, das Dunkle das Overspray ist, nicht das Helle. Deswegen war ich überrascht, als das Dunkle zum Vorschein kam, als ich da reingegangen bin. Aber man lernt nie aus. Dann hat Rival de Loop ja eine Sortimentsumstellung hinter sich. Warum ist denn das so schief da drauf? Ja. Und da habe ich mal gestöbert und habe mir den mitgenommen. Ich, mal dachte, ich dachte mir halt, ich guck mal, was die jetzt so können. Ne? Das ist der 02 Hibiskus Rouge Powder. So rum kenne ich den, das auch noch nicht. Meistens heißen, das, heißen die ja Powder Rouge. Rouge. Powder Blush. Die Farbe. Sorry. Ja. Auch was Dezentes. Weiß gar nicht Dezentes. Aber trotzdem schön. Trotzdem darf er bei mir wohnen. Dann von Trend It Up. Ein, ja, Rouge Powder, Powder Blush. Hm? Ja. Die 025 aus dem Standardsortiment. Und ich meine, hätte da nicht schon mal jemand gesagt, dass der dem NARS Orgasm ganz schön nahe kommt. Denn, sieht man das hier vielleicht schon? Ja, man sieht den goldenen Schimmer schon. Der NARS Orgasm soll das ja auch haben. Oder hat das ja. Ja, ich ja. Den habe ich. Wenn wir jetzt gerade bei den Schimmernden sind, zeige ich euch einen, den mir mein Papst geschenkt hat. Mein Papa. Und zwar der aus der Rival de Loop Love You More LE. Der Blusher, der so aufgemacht ist wie die von Too Faced. Oder I Have Makeup, glaube ich. Dieses Schätzchen. Und da ich den immer swirle oder da drin rumrühre, wenn ich ihn benutze, mache ich das jetzt auch. Da kommt das bei rum. Und das ist schon schimmrig. Aber schön. Schön. Nicht wahr? I like. Geschenk bekommen. Dann habe ich einen, wer mir auf Instagram folgt, wird den gesehen haben, von Physicians Formula. Weil ich das, also ich habe mir den Butter Bronzer bestellt, weil davon viele geschwärmt haben und weil es den jetzt auch für helle Häutchen geben soll. Dann dachte ich, komm, das sieht so schön aus. Schau ich dir mal, was die können. Und bei sowas kommt es auch immer drauf an, ob man jetzt eher außen sich aufhält, bei den dunkleren Farben oder innen oder wie man den Pinsel so führt. Aber generell kommt da eher sowas raus. So ein helles Rosa. Aber ist gut. Also, die sind halt schon ein bisschen teuer, aber kann man sich mal angucken, wenn man möchte. Ist halt schon so ein dickeres Ding, weil da unten ist halt dann noch ein Spiegel und so ein Pinsel drin. Also kann man auch theopraktisch kann man das mitnehmen. Ich mach nochmal, ach, ich habe ja da noch einen ganzen Stapel. Ich dachte schon, ach, sind ja nur noch die vier. Ja, ja. Dann hat die liebe Jenny vom Kanal Into Minds letztens aussortiert und da habe ich mir bei ihr die zwei Max Factor Blushes ausgesucht und gekauft. Die Flawless Perfection Blushes, ich wusste gar nicht, dass die mal so aussahen, ich kenne nur die anderen. Einmal die 220 Classic Rose und die 223 Natural Glow mit Tastaturreiniger. Benutzt die irgendjemand? Überhaupt? Also für das, wofür sie eigentlich vorgesehen sind? Das war die Classic Rose. Ja, Classic Rose. Und ja. Natural Glow. Der Name ist Programm, würde ich sagen. Wobei Glow ist jetzt nicht so extrem drin, aber auf jeden Fall natürlich. Da muss man ein bisschen öfter rein. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut.
Die dürfen jetzt auch bei mir wohnen. Dann mache ich mal hier, dass ich da mal was draufstellen kann. Den Spoiler hattet ihr ja bei den Highlightern. Da habe ich einmal, ich gehe da jetzt mal von da nach da, die 01 Coral Dream, die will ich raus, 02 Cozy Rosie, Coral Dream, Cozy Rosie und die 01 It's Berry Time. War das in der LE oder ist das vielleicht auch eventuell ein Lippenpuder? Oder ein Lidschatten? Weil es nochmal die 01 ist? Nein. Ich benutze sie sowohl als Blush auch als. Als Lidschatten. Coral Dream, Cozy Rosie, It's Berry Time. Bams, der da. Da muss ich aufpassen. Sonst schaue ich aus wie ein Clown. Wer mir auf Instagram folgt, hat vielleicht meinen Versuch, mich im 90er-Style zu schminken gesehen. Ich zeige euch gleich den Blush, den ich verwendet habe. Und zwar mit dem Pinsel ganz leicht reingedipst. Dann das ist von Urban Decay and Afterglow 8 Hour Powder Blush in der Farbe Score und ich hätte voll gern in den Bittersweet. Ich habe den bei Nelly Cupcake und Sophie Muffin gesehen, bei der lieben Sophie. Oh Gott, ich brauche den unbedingt noch irgendwann, aber ja, erstmal den hier, das ist Score. Aber dieser, vor allen Dingen, ich dachte erst so, hi, du willst gar lila in der Blush, das siehst du ja aus, aber die haben den aufgetragen. Ich dachte mir so, schön. Ja. Das ist dieser. Also man merkt so ein bisschen so ein Farbschema bei mir. Kommt zwar immer mal wieder so ein paar, aber ansonsten geht das hier so in diese Richtung alles. Ich glaube, ich brauche gleich mal ein neues feuchtes Tuch. Ja, der letzte Stapel. Ja, komm, die haue ich jetzt noch runter. Mein nächstes Video, nur mal so am Rande, während ich hier, wird wahrscheinlich sein, was darf mit in den Urlaub. Denn wir fahren nächste Woche Sonntag für eine Woche nach Bayern. Da werde ich euch dann einfach zeigen, was ich so in Sachen Make-up mitnehme. Ich weiß mal runter. Ja, das wird so das nächste sein. Aber falls ihr weiterhin Wünsche habt, immer wieder. Ihr seht ja, ich erfülle die Wünsche. Ich habe zwei von Max Factor. Diese Pastel Compact Blushes. Einmal die 10 Nude Morph und die Morph. Und die 15 Seductive Pink. Hallo? Ah. Einmal dieses Gerät und einmal dieses Gerät. Nude Morph Seductive Pink. Die sind sehr schön. Die haben nämlich auch so einen leichten Sheen. Wie viel sind denn eigentlich drin? Wie viel sind da drin? So? Steht nirgendwo drauf. Made in Canada. Haben sie nicht drauf geschrieben, wie viel da drin ist. Weiß das jemand? Hätte mich jetzt echt mal interessiert. Minitempo. Dann habe ich einen von Maybelline. In der 40 Pink Amber. Und wer hat noch so einen und hatte genauso Probleme mit dem Aufmachen wie ich? Weil ich dachte mir die ganze Zeit, schieben und ja. Der geht auf jeden Fall so auf. Traumhaft. Ich glaube, ich habe 5 Minuten da dran rumgefringelt und dachte mir schon so, boah. Dabei geht das ganz einfach, wenn man weiß, wie. Das ist einmal dieser hier.
auch eher dezent. Und jetzt kommt der Blush, den ich dann gestern für dieses Make-up benutzt habe. Von Sleek. Und zwar in der 923 Pomegranate. Und den habe ich bei Amazon bestellt und auf den Bildern sah der nicht so dunkel aus. Gut, da ist er. Und wie gesagt, also ich bin mit diesem Stippling Brush, weil ich mal irgendwo gehört habe, dass wenn man so krass pigmentierte Blushes hat, dass man da so ganz leicht, also dass man den nehmen soll, da bin ich so ganz leicht eins, zweimal rein und habe das so getupft und bam. Also müsst ihr mal bei Instagram schauen. Man sieht es. Da. Der hat auch einen Schimmer drin. Wobei ich glaube, wenn du den so intensiv auf der Backe, auf der Wange hast, auf der Backe, na egal, dann interessiert auch keiner mehr den Schimmer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon ins Gesicht. Dann habe ich einen aus der Kalinka Beauty, oder gab es da nur einen? Ich weiß nicht. Aus der Kalinka Beauty LE, die 01 East Side Story. Und das ist in meinen Augen, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Ich habe es nicht so mit Farbbeschreibung. Aber das ist in meinen Augen auch kein Peach mehr, oder? Wenn ihr euch mal die Verpackung anschaut, das ist in meinen Augen orange. Ja. Den. Dann aus der aktuellen Catrice LA, aus dieser Provocatrice. Ist das die aktuelle? Ich meine. Ich habe dann nämlich noch die Aufsteller gesehen. Die gibt es auch noch. Der Gradation Blush in der 1001 Raspberry Bell. Der hat ganz leichte Glitzerpartikel, ganz kleine Glitzerpartikel drin, aber die man jetzt so im Swatch nicht so allzu sehr sieht. Und da muss ich noch ein bisschen mehr testen, um genauere Aussagen geben zu können, wie sich das auf den Wangen verhält. Mit dem Glitzer. Und dann der letzte Mono, ja. Aus der Essence We Are Awesome LE, der Multicolor Blush in der 01 You and Me Equals Awesome. Hier hin. Auch was eher dezent ist, aber vor allen Dingen, wenn man über das Herz öfter drüber geht, dann ja, hat man auch leichte Glitzerpartikelchen drin. Ja, aber den. Diesen habe ich noch. Das waren meine Single Blushes. Dann kommen wir nun zu den Blushes, die in Gesichtspaletten oder, ja, ihr wisst, was ich meine, habt ihr bei den Highlightern gesehen, drin sind. Ich muss erstmal ganz kurz hier, sorry, ein bisschen Platz machen. So, fangen wir wieder mit diesem Schätzchen an, meiner Visi Art Palette. Ich habe extra nochmal geschaut, Enamored. Wird das ausgesprochen. So hat das auf jeden Fall Emily Noel ausgesprochen. Der da in der Mitte. So. Der. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ich. Emily Noel nicht. Wohin damit? Dann habe ich, also ich zähle jetzt auch hier sowas dazu, ne? Und zwar von Kiko Blush Cocoa Shock in der 03 Adorable Pink and Peach. Und das riecht lecker. Ich bin ja ein Fan von sowas. Ich darf ja momentan auch keine Schokolade essen.
Und dann finde ich sowas, wenn man das dann schon wenigstens riecht, finde ich das ja schon schön. Also, Adorable Pink and Peach. Die sind schön. Und die schnuppern gut. Dann habt ihr ja bei meinem Haul gesehen, die zwei Geräte aus der Hip Girls Wear Blue Jeans LE, die Bronze and Blush Sunkist Palette. In der 01, Sunkist, what else? Nicht aus der Hand fallen. Ich habe bei dem hellen jetzt mal ein bisschen mehr Ring gepackt, damit ihr ihn sehen könnt. Das ist der helle und das ist der andere. Und bei dem muss man auch, also ich muss bei dem auch aufpassen. Ich habe den letztens mal getragen und das war auch so. Blenden, 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 blenden. Ja. Dann habe ich von Essence die Blush Play Sculpting Blush Palette. Sculpting. Macht man das jetzt damit? Die 10 Play It Peach habe ich da. Apply Soft Setting Blush on Cheekbones. Und Sculpt Apply Rich Matte Blush Shade on Cheek Apples. Okay, also den dunklen soll man sich auf die Apfelbäckchen, wenn man so grinst, da. Den Define soll man dahinter und den Highlight soll man da oben drüber. Und dann machst du dir noch einen Balken mit hier Kontur und ja. Also das tatsächlich soll das auch ein Blush sein. Das ist für mich ein Highlighter. Den zeige ich euch jetzt nicht. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Das sind diese beiden. Also, das ist der dunkle, den man auf die Apfelbäckchen, ne? Und das ist der, den man dahinter dann so. Diese beiden. Wieder sauber. Dann habt ihr ja auch im letzten Video schon die Zoeva Basic Moment Palette gesehen. Da ist ja auch ein Blush drin. Und zwar hier der Yet to Come. Der. Und ihr habt auch die Nude Rose von BH Cosmetics gesehen, die Contour Highlight and Blush Palette. Palette. Er ist immer noch drin. Das ist der hier unten. Bitte nicht runterfallen. Hier sieht es aus auf meinem Tisch. Nein. Das ist der. Der ist auch Tür zu. Machen wir dahin. Und dann habe ich mir die gegönnt. Die habe ich bei einer YouTuberin gesehen und die hat ja gesagt, man bezahlt theoretisch 2 und bekommt 5. Und da mich, also den wollte ich mir mal anschauen, der hatte mich interessiert. Den habe ich bei der lieben Luzi vom Kanal Unfunk gesehen und dachte, haben will. Und das ist ja der neue und den fand ich auch ganz schnieke. Und dann dachte ich mir, komm, bezahlst du 2, kriegst du 5. Kann man doch mal machen. Ja, die sieht dann so aus. Und da ist einmal California, der Rockaturn, Dandelion, Dandelion, keine Ahnung. Irgendwas mit Löwe am Ende. California, Rockateur, der Löwe. California, sehen wir so. Rockateur, wisst ihr Bescheid? Und dann bin ich da jetzt nicht so krass rein bei dem Rockateur. Das sind die. Alle drei, wie ich finde, sehr, sehr schön. Wobei der ist schon echt dezent. Aber die beiden vor allem. Und ich finde es einen guten Deal, muss ich sagen. Wenn man sowieso, keine Ahnung, wenn man. Ich weiß nicht, auch wenn man nur einen hat, der einen richtig brennend interessiert und bei den anderen sagt, die wollte ich mir mal anschauen. Ich finde, das kann man machen, aber es ist jetzt momentan, ich glaube, die sind ausverkauft. Schon hier.
Schlückchen Kaffee. Wir sind bei 35 Minuten erst. Wir liegen ganz gut in der Zeit. Denn jetzt kommt tatsächlich nur noch die Blushes, die in Lidschatten oder Multitasking-Paletten drin sind. Dann haben wir das auch schon. Das ist ja hier. Obwohl ich die alle swatche. Ich habe mir auch nach meinem Highlighter-Sammlungsvideo gedacht, sollst du die wirklich alle swatchen? Ich meine, interessiert das jemanden? Also wenn ich die swatch oder ist das einfach nur so den und den und den und den und den und den? Ihr könnt mir ja mal ein Feedback geben, wie ihr das fandet, dass ich die auch alle geswatcht habe. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, Mädchen, wir wollten nur gucken, was du hast und nicht, wie das aussieht. Das können wir uns dann selbst angucken. Bei den Blushes, die LEs sind, das interessiert uns sowieso nicht. Lasst einfach mal Feedback da. Ja, wir fangen an. Und zwar habe ich dieses Schätzchen mir zusammengebastelt. Das ist eine längere Geschichte. Falls euch die interessiert, sagt mir Bescheid, aber ist mir egal. Und da sind drei solche kleinen Paletten drin und zwei von diesen Paletten haben einen Blush. Die kann man auch verschenken, habe ich auch gemacht. Ja, und zwar einmal in der Eggnog Latte Palette. Und also ja, die sollen nach den einzelnen Sachen so ein bisschen riechen, aber... Bin ich jetzt mit der Nase rein? Ja. Riecht jetzt nicht nach Eggnog. Nee, riecht süßlich, ja. Achso, hab ich gar nicht gezeigt. Das hier unten Peach Cobbler. Riesending. Dingelding. Und ich finde die kleinen Palettchen schön, aber du kannst nicht mit jeder Palette, also ausschließlich nur mit der Palette in Augen, kannst du schon. So ist es nicht. Aber meiner Meinung nach, ich brauche dann bei manchen, brauche ich dann immer noch mal, keine Ahnung, Transition Color oder sowas dazu. Das ist Peach Cobbler aus der Eggnog Latte. Und dann die Peppermint Mocha Palette. Die hat hier unten Santa Baby drin. Das sind auch geile Farben, vor allem diese Sprinkles. Fängt an zu wirken, finde ich gut. Ja, und da habe ich auch die Zettelchen drin. Und ich weiß nicht, bei so teuren Paletten, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich hebe mir dann immer die Verpackung auf. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich halte das halt in Ehren. Da, Santa Baby. Peach Cobbler Santa Baby aus der Grande Hotel Café. Ist ja keine LE, sondern so, wie nennen die das? Weiß ich nicht. Faust in mein Gesicht. Dann habt ihr ja auch schon die In the Balm of Your Hand Volume 1, Greatest Hits Volume 1 gesehen. Da haben wir zum einen hier oben drei. Alter. Profi im Werk. Wie halte ich die jetzt da? Hot Mama, der Instant Blush in der Farbe Argyle und Cabana Boy. Die drei. Und dieser Instant Blush, der hinterlässt ja auch einen leichten Stain. Hot Mama, Argyle und Cabana Boy. Und dann haben die ja da noch so zwei Cremeprodukte drin. Und ich dachte erst, es wären Lippenprodukte beides, aber ne. Und zwar hier unten, ja, das ist ein Lipstick. Aber es gab mal eine, oder gibt immer noch eine Palette How About Them Apples. Und das ist tatsächlich ein Cheek and Lip Cream. Deswegen zeige ich euch den, weil den könnt ihr ja theoretisch, ne, in Caramel. Jo. Ah, aber. Okay. Wenn wir den so ein bisschen. Ich habe meine Cremeblushes vergessen, jetzt wo ich den sehe. Das ist Caramel. Er ist jetzt ein bisschen
Müsste man dann, ja, wenn man den verblendet, ist der nicht mehr so ganz wie auf dem Finger, wo ich dachte, der hier. Komm, dann hausch die beiden jetzt schnell raus. Es sind ja nur zwei. Habe ich nicht beim letzten Mal auch was vergessen? Ja, Dandelion, Dandelion, Twinkle. Profi am Werk, ich sag's ja immer wieder. Einmal aus dieser Alverde LE, frag mich jetzt nicht, wie die heißt. Ich schreibe das ja nicht drauf. Irgendwas mit Jahrmarkt? Lollipop? Zuckerwatte? Sowas? Ja, aus dieser LE, das Mousse Rouge in der 10 Sweet Apricot. Apricot. Sieht so aus. Und da muss man aufpassen in Sachen Verblenden, denn ich habe das einmal probiert mit einem Beauty Blender. Beauty Blender. Danach war er weg. Da ist er. Ich schmier jetzt mal nicht weiter dran rum, weil sonst kann es wahrscheinlich passieren, dass dann. Ich probiere das mal. Komm. Blending. Ja, doch, man sieht noch ein bisschen was. Ja, aber das ist dann halt schon eher so ein dezentes Bürschchen. Und dann habe ich einen bei TK Maxx entdeckt von. Wart ihr mal bei TK Maxx? Da was zu finden in Sachen Make-up, was nicht angekrabbelt ist oder aussieht wie Hund. Warum? Warum macht man sowas? Naja, da habe ich diesen von NARS entdeckt. Ein Creme Blush in der Farbe Penny Lane. Und wer mich kennt, weiß, dass auch ich Beatles mag und dass ich auch nach dem Lied Michelle von den Beatles, also ich heiße eigentlich Michelle, hi, benannt worden bin. Ja, achso, so ein peachy beige würde ich das nennen. Oder wenn man nach Miss Lynn geht, Romantic Rose. Haben wir jetzt eben gelernt. Den mache ich jetzt nochmal hier hinten. Da. Ne? Sieht doch so aus wie bei Miss Lynn Romantic Rose. Ja, den habe ich noch. Habe ich die zwei Vergessenen auch geschafft. Ja. Also ich habe mir den wegen dem Namen auch mitgenommen. Und weil mich die Farbe auch so interessiert hat. Aber hauptsächlich wegen dem Namen. Ich bin nicht nur Verpackungsopfer, ich bin auch Namensopfer. Vor allem finde ich dieses Lied, es macht so gute Laune. Ich hatte das eine Zeit lang mal als Wecker, stehst du mit guter Laune auf. Ja, dann habe ich noch zwei Paletten. Die habt ihr auch schon beide gesehen. Einmal die Naked Tutorials nochmal. Mit Too Faced, in Kooperation mit Too Faced. Einmal I Will Always Love You und Justify My Love. Bei dem Lied I Will Always Love You singt die am Anfang If I Shouldn't Stay oder sowas. Wer versteht da auch schönes Steak? Ich verstehe da schönes Steak. Aber ich finde es schön, wenn da jemand mal über ein Steak singt. Ich finde, Steaks bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit in Musik. Ja, der Kaffee wird. I Will Always Love You, Justify My Love. Und ich muss mal hier ein bisschen, sorry, ich muss mal hier Platz machen, um die andere Palette hier rüber zu kriegen. Das ist nämlich wieder die Sweet Dreams. Von Too Faced, dieses Büchlein, da ziehe ich jetzt mal an der Schublade. Und zwar ist das einmal Cocoa Rose and Sweet Pink. Cocoa Rose, Sweet Pink. Ja, Cocoa Rose, so einen Farbton habt ihr ja heute schon 5.370.000 Mal gesehen. Cocoa Rose und Sweet Pink war das? Irgendwas mit Pink. Hirn wie ein Sieb. Ja, die beiden. Und nochmal drüber schauen, dass ich nicht noch was vergessen habe. Nein, ich habe alles. Das ist meine Blush-Sammlung. Jetzt habt ihr sie gesehen. Genau. Also wie gesagt, als nächstes Video ist das geplant. Gucken, dass ich das dann Mitte nächster Woche hinbekomme. Was mit in den Urlaub kommt. Und ansonsten Videowünsche ab in die Kommentare. Ihr könnt mir auch bei Instagram schreiben oder wie auch immer. Und ich wünsche euch noch einen
schönen Tag. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, das als zweites Video heute hochzuladen. Ansonsten kommt es wahrscheinlich dann morgen. Also wünsche ich euch lieber noch einen schönen Tag. Ansonsten schon mal eine nächste schöne nächste Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!